wo sind die übrigen 9? Diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, dieser Frage müssen wir ein wenig nachgehen heute. Wo sind die übrigen 9? Alle 10 sind gesund geworden. Alle 10 wussten, was auch nicht selbstverständlich ist, wen sie denn da unbedingt um Hilfe bitten sollen. Herr, hab Erbarmen mit uns, rufen diese 10 Aussätzigen alle, wie aus einem Mund. Und der Herr hat Erbarmen mit ihnen, alle 10 werden rein vom Aussatz. Aber nur einer, ausgerechnet einer aus Samaria, ein Fremder, kehrt um und dankt auch. Wo sind die übrigen 9? Man kann sich die Stimmen einmal kurz vorstellen. Und es ist nachvollziehbar, wenn vielleicht einige von diesen 9 sagen, naja, ich habe lang genug mitgemacht, was es heißt, ein Aussätziger zu sein. Jetzt bin ich endlich gesund. Jetzt habe ich endlich überhaupt eine Perspektive. Ich habe überhaupt erst ein Leben vor mir. Da kommt das mit dem Danke sagen und der Dankbarkeit ja schon mal zu kurz. Inzwischen leben wir, liebe Schwestern und Brüder, in einer Gesellschaft, die wir durchaus ähnlich verstehen können. Es geht um Lebensperspektiven. Es geht darum, nicht zu kurz zu kommen. Es geht darum, dass wir Ansprüche haben. Es geht darum, dass es Dinge gibt, die uns zustehen. Eine Gesellschaft hat lange genug dafür gekämpft, dass das nicht nur einigen wenigen vorbehalten bleibt. Wir haben Anspruch auf die Rente, weil wir ein Leben lang gearbeitet haben. Wir haben einen Anspruch auf dieses und auf jenes. Vielleicht gehen Sie innerlich einmal die Liste kurz durch von Ansprüchen, die Sie haben. Und damit ist ja noch keineswegs gesagt, dass die unberechtigt sind. Im Gegenteil, es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir das heute nicht aus dem Blick verlieren. Denn nach der Tugendlehre des Thomas von Aquin wird die Dankbarkeit zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Philosoph Joseph Pieper hat das noch einmal ausdrücklich behandelt. Und Sie mögen entschuldigen, wenn wir so einen kleinen Ausflug machen in diese Tugendlehre. Das ist nämlich wichtig, wenn wir einfach nur sagen, naja, sei dankbar. Das ist dann ein moralischer Appell und dann hat es sich wieder. Oder wenn wir einfach nur sagen, naja, wir kommen ja sonntags zur großen Feier der Dankbarkeit, zur Eucharistie. Das kann man zumindest auch so übersetzen mit Danksagung. Das ist nicht die allereinzige Übersetzung, aber es ist möglich. Naja, dann sehen wir es, wie das mit der Dankbarkeit und der Danksagung bestellt ist. Da finden nicht mehr so ganz viele hin. Eine Frage der Gerechtigkeit, liebe Schwestern und Brüder. Aber wie sieht die aus, diese Gerechtigkeit? Wenn wir Gerechtigkeit reduzieren auf rational, von Verstand her nachvollziehbare Ansprüche. Joseph Pieper sagt dazu, durch das bloße Berechnen dessen, was zusteht, wird das gemeinsame Leben notwendigerweise unmenschlich. Wir sind nur noch am Rechnen. Also was mir zusteht, was ich haben kann, damit ich nicht zu kurz komme. Ein unglaublicher Stress steht da dahinter. Und ein Großteil des Stresses unserer Gesellschaft beruht genau darauf. Und genauso unmenschlich wird unsere Gesellschaft, selbst wenn sie im Namen der Gerechtigkeit auftritt. Was ist ein Ausweg? Auch das weiß Thomas von Aquin und Joseph Pieper führt es aus. 3 Dinge nennt Thomas von Aquin, und Sie mögen entschuldigen, wenn ich die zuerst lateinisch sage, aber es sind Fremdworte, die wir oft gebrauchen. Religio, Pietas, Observantia. Religio. Also wenn wir diese Rechnung der Gerechtigkeit ohne Gott machen, ohne eine religiöse Grundüberzeugung, dann ist es am Schluss eine unmenschliche Rechenaufgabe. Es gibt auch in der Gerechtigkeit immer das Mehr als das, was zusteht. Und wenn wir das nur auf das Zustehende und auf das, was ausgerechnet wird, auf die Prozent und Promille stellen hinter dem Komma und das einklagen,
dann stirbt die Gerechtigkeit. Religio, das zweite, Pietas. Pietät gegenüber Gott. Thomas von Aquin führt an, etwa gegenüber den Eltern. Und er führt etwas an, das jetzt ganz gefährlich ist, wenn ich das sage. Das hat natürlich Thomas von Aquin noch nicht im Blick haben können. Aber wir heute hören das natürlich ganz, gerade in Deutschland, auf einem ganz schwierigen Hintergrund. Wenn er sagt, es muss auch eine Pietät zum Beispiel der Patria gegenüber geben, also dem Vaterland gegenüber. Damit meint natürlich jetzt Thomas von Aquin nicht eine schwarz-rot-goldene Flagge und ein Ruf, wir sind das Volk. Sondern Thomas von Aquin umschreibt damit den ganzen kulturellen Raum. Also dass zu dieser Gerechtigkeit und der Dankbarkeit auch der Respekt vor dem kulturellen Raum, in den ich hineingeboren bin, gegenüber der Sprache, gegenüber der geschaffenen Kultur. Wir erleben ja immer mehr, auch Generationen, Sie erleben das manchmal vielleicht auch bei den Jüngeren. Heute Morgen höre ich im Deutschlandfunk noch ein Interview, wo es dann heißt, ja, wir verstehen es irgendwie gar nicht, die jungen Leute, die sich dem IS anschließen und die Terroristen werden auch aus Deutschland, hat eine neueste Studie gezeigt, das sind keine Einfallspinsel, die mal eben ein Abenteuer machen wollen. Das sind alles Leute in der Regel aus einer höheren Bildungsschicht, die also weiterführende Schulen besucht haben. Und das kann man gar nicht verstehen, dass die jetzt die Vernunft, die sie gelernt haben, so missbrauchen. Ich verstehe das schon, liebe Schwestern und Brüder. Und es ist gar nicht so schwer zu verstehen, denn offenbar ist doch etwas an unserem Kultursystem, am Schulsystem falsch, wenn so etwas möglich ist. Dass man nämlich den Missbrauch der Vernunft, dass man nämlich genau dieses Anspruchsdenken gelernt hat und die Verantwortung für das Gemeinsame, das Leben nur gemeinsam gelingen kann, dass es sich eben nicht einfach verrechnen lässt und einfach nur ich vorkomme. Dass es genau daran liegt. Und wenn ich mir die neuesten Entwürfe für Schulpläne ansehe, reitet man dieses Pferd, das lange tot ist, das ist schon verwest, man reitet das immer noch. Das wird immer noch mal neu gesattelt und durch die Manege getrieben. Und wir werden mehr solcher Ergebnisse erleben. Da kann gar kein Zweifel sein. Das ist vielleicht eine erste böse Frucht, die aufplatzt. Religion, Pietät wird aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Aus den Schulen, Gottes Willen, das alles darf sein, aber nun, ja, das nicht. In der Öffentlichkeit, sich zu erklären als religiös, ist schon wie wenn man sich ein Schild umhängt, freiwillig, ich habe einen Dachschaden. Okay, tragen wir dieses Schild mit Würde, liebe Schwestern und Brüder. Wir haben einen Dachschaden. Ist vielleicht nicht der schlechteste, den man haben kann. Denn das Dritte, das Thomas von Aquin erwähnt, Observantia, dafür haben wir im Deutschen gar kein Wort. Um das, was Thomas meint, wiederzugeben. Joseph Pieper versucht es mit Ehrerbietung zu übersetzen. Was ist damit gemeint? Ich glaube, wir müssen gar nicht in das ganze Spektrum dieses Begriffes einsteigen. Wir müssen nur diese drei Dinge, die Thomas sagt, zusammennehmen. Religion, Pietät und sagen wir Ehrerbietung. Das gehört zum Leben dazu. Es gehört in den Raum der Gerechtigkeit und führt hin zur Dankbarkeit. Das ist schwierig umzusetzen. Beim Nachdenken darüber fiel mir ein, dass ja auch dieses Anspruchsdenken ganz tief in die Kirche eingedrungen ist. Indem wir einen großen, also in Deutschland zumindest, weil wir das Geld dazu haben, wir haben einen großen Apparat, Beamte sozusagen und Beamtinnen, nicht zu vergessen. Und die alle entwickeln natürlich, weil sie Kinder ihrer Zeit sind und Kinder des Apparates, ein Anspruchsdenken. Das steht mir zu. Und das kriege ich auch noch bezahlt. Und das kann ich auch noch anmelden. Und gleichzeitig wollen wir doch Kirche in einem ganz anderen Sinn sein. Wir setzen etwa auch in den Ergebnissen der Synode auf Ehrenamtliche, also auf Menschen wie Sie,
die sich auch engagieren sollen. Die sollen aber bitte keine Ansprüche haben. Das sind zwei widerstreitende Systeme, liebe Schwestern und Brüder. Und deshalb knirscht das ständig im Gebälk. Das haben aber viele noch nicht verstanden. Dass das eigentlich zwei Systeme sind, die wir gar nicht miteinander vereinbaren können. Und die übrigen neun? Das Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte hier, die wir von Jesus hören, ruft uns in eine Entscheidung. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der die Dankbarkeit verloren geht, in der man Sätze hören kann, Dankbarkeit ist keine politische Tugend. Das kann man immer wieder hören, auch im persönlichen Bereich. Naja, auch das erlebe ich. Junge Menschen verlieren zunehmend die Fähigkeit, Danke zu sagen. Es ist irgendwie selbstverständlich. Man kann das lernen. Religion, Pietät, Ehrerbietung, sagt Thomas von Aquin. Es ruft uns in die Entscheidung, diese Geschichte, zu wem wir gehören wollen. Und ich denke, nachdem wir schon in einer Minderheit sind in dieser Gesellschaft, sind wir schon sozusagen der eine. Wir sind in dieser Gesellschaft fremd geworden oder fremd gemacht worden. Aber wenn wir schon fremd sind, dann soll man an uns auch ablesen können, was es heißt, dankbar zu sein. Dankbar gegenüber Gott. Dankbar gegenüber unseren Mitmenschen. Dankbar etwa dagegenüber, dass wir in Friedenszeiten leben können. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn man in die Zukunft schaut, ist es alles andere als selbstverständlich. Dass wir so lange Friedenszeiten hatten, die es kaum so lange gab. Für uns ist das selbstverständlich. Ich selber in meiner Lebenszeit kann mir gar nichts anderes vorstellen. Und mir graut davor, es mir anders vorzustellen. Aber sind wir wirklich dankbar? Wir sollten es diesem Fremden absehen. Er hilft uns sehr, dass wir uns da vielleicht in dieser Gesellschaft fremd fühlen, so wie er fremd war, auch in der Gesellschaft dieser anderen neun. Aber dass er hinfindet, nicht nur zu Jesus, wenn er etwas braucht. Herr, hab Erbarmen mit uns. Das geht uns relativ schnell von den Lippen. Dazu drängt uns schon die Not oder die persönlichen Ängste, die wir haben. Aber dass wir anschließend auch die Dankbarkeit ausdrücken und zu ihm zurückfinden. Es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die übrigen 9? Ist keiner umgekehrt, um Gott zu ehren? Das, was wir in dieser Stunde tun und das wir immer tun, wenn wir beten. Es sollte nie nur die Bitte sein, sondern immer auch voller Dank Gott gegenüber, dem wir letztlich alles verdanken.